Der Nummer 1 Fehler, der Menschen in toxischen Beziehungen festhält? Ich verrat's dir. Es ist, dass die Menschen ihren eigenen Gefühlen mehr Wert geben als dem Teil, wie der Partner sie fühlen lässt. Hi, mein Name ist Sabine und ich helfe Menschen, toxische Beziehungen zu verlassen und so zu heilen, damit ihnen das nie wieder passiert. Und was ich immer wieder erlebe, ist, dass Menschen, weil sie jemanden so lieben, so eine Vision haben, vielleicht auch sehen, was dem alles passiert ist und Verständnis dafür haben, ganz viel Bedeutung geben. Und dir muss klar sein, das ist nur die eine Hälfte des Kuchens. Wenn du komplett außer Acht lässt, dass dieser Mensch dich schlecht fühlen lässt, dich schlecht behandelt, dich immer wieder ignoriert, dich herabsetzt, dich emotional unter Druck setzt und vielleicht sogar emotional schon missbraucht, dann ist das der andere große Teil. Und egal wie groß dieser Teil hier, deine Liebe für diesen Menschen ist, es darf nicht ausschlaggebend dafür sein, ob du in dieser Beziehung bleibst. Das gesunde Kriterium für eine Beziehung ist zu sagen, wie fühle ich mich mit jemandem und wie lässt mich dieser jemand fühlen. Und nur wenn beides gut ist, wird eine wunderschöne Sache draus.